Christoph, 6:1 speziell bei dir, hatte ich das Gefühl heute, da war, also du bist mir am meisten aufgefallen heute von allen tatsächlich, was den Energielevel anging. War das so? Warst du heute mit besonders viel Power unterwegs? Ich hoffe, dass man mir vielleicht ansieht, dass ich immer mit viel Engagement und Einsatz und Power zur Sache gehe. Nein, es war, heute sind ein paar Sachen ganz gut gelungen und aber nichtsdestotrotz ist es extrem wichtig, dass die Mannschaft gewonnen hat, dass wir, was wir Selbstvertrauen getan haben, 6 Tore vorne gemacht haben, hinten nur 1 zugelassen. Dann geben wir uns natürlich auch selbst die Möglichkeit, Spiele zu gewinnen. Und von daher war das einfach nur sehr wichtig für uns. Du hast heute das erste Tor geschossen. Wie wichtig war das? Weil man hat das Gefühl, irgendwie immer, wenn ihr das erste Tor macht, dann ist das schon mal so ein Grundstein, mit dem man arbeiten kann oder von dem aus man arbeiten kann. Ach ja, gut, wir brauchen ja da nicht drum rumreden. Wir sind uns der ganzen Situation, der Tabelle, dem ganzen Druck im Umfeld und so natürlich auch bewusst. Und mit einer gewissen Anspannung gehen wir dann dementsprechend auch raus und starten die Spiele. Und wenn man dann jetzt im Nachhinein sagt, 6 Tore geschossen, wenn man dann den Torreigen eröffnet, dann ist natürlich so, dass die Jungs sagen, jawohl, wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben einen vorgelegt und darauf kann man aufbauen. Also das ist schon, natürlich ist das erste Tor wichtig, aber mit dem ersten Tor haben wir jetzt heute nicht das Spiel gemacht. Jetzt hat Bill Stewart in der Pressekonferenz schon darauf hingewiesen, jetzt geht es gegen den 4., 5. und 6. in der Tabelle. Alles super wichtige Spiele für euch. Wie Freitag spielfrei, viel Zeit sich vorzubereiten auf Sonntag. Ist die Anspannung da schon da oder ist da schon der, ja, kribbelt schon? Ja, natürlich. Wir hatten das die gleiche Situation vor ein paar Wochen. Da waren wir in Wolfsburg, waren in Frankfurt und hatten Berlin. Da hatten wir auch Mannschaften, die unmittelbar vor uns waren. Und im Nachhinein war das dann nicht ganz so rosig, die Punktausbeute für uns. Und wir haben uns das jetzt aufgeschrieben, dass wir jetzt die nächsten Spiele, dass sie ganz, ganz wichtig sind, dass es gegen unmittelbare Mannschaften geht, die in der Tabelle vor uns stehen. Und ist auch die psychologische Kopfsache dabei, dass man das in die Köpfe reinkriegt und weiß, dass man da einfach 100% Leistung bringen muss. Wisst ihr, ich habe es dem Moritz gerade schon gefragt, wisst ihr, dass da 13 Busse mit Fans aus Köln nach Hannover fahren am Sonntag? Nein, höre ich jetzt zum ersten Mal, ist natürlich schön, freuen wir uns. Bisschen Heimspielgefühl da vor Ort, weil hier funktioniert es ja? Ja, das ist richtig und wie man weiß, ist in Hannover nicht immer ganz so viel los und dann ist das bestimmt eine schöne Sache. Alles klar, dann toi 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 dafür, danke.